So, jetzt herzlich willkommen, Let's Play Hearthstone. Wir haben die Saison Oktober 2016 hinter uns, es ist der 2. November. Und wir haben den Oktober mit dem Rang Schildträger abgeschlossen, also Rang 20, so gerne ich immer. Und mal gucken, was wir dafür jetzt bekommen. Und zwar eine Kiste, und der Kiste ist drin. Ein Kuchenkartenrücken. Den Agentum reiten, der ist gut. Der kommt in mein Paladin-Deck. Und 5 Staub. Haben sie Staub? Nein? Sehr gut. So, 5 Bonus-Sterne, das bedeutet, wir fangen an auf Rang 23. Agentum knappen, sehr gut. So, folgendes. Was? Was? Wählt euren Champion und lasst ihn für euch Preise auf der BISCOM gewinnen. Machen wir gleich. So, das sind meine Quests. Zaubermeister, Sieg des Jägers, so klein aber oho, alles gut. Okay, das hat schon mal gar nicht geklappt. Das öffnet auf jeden Fall eine Internetseite, die ihr jetzt nicht seht, die sehe ich im Hintergrund. Kein Problem für mich. Folgendes, Kartenchaos ist in einer Stunde verfügbar. Nichtsdestotrotz muss ich ja auch noch wieder Level 20 werden in der Rangliste. Um wieder meine Dings zu bekommen. Da bist du. Erstmal in meine Sammlung reingehen. Müssen wir mal gucken. Was kommt denn mal raus? War der Agentum-Reiter jetzt eigentlich ein... Ich suche ihn einfach mal. Reiter. Nee, gut. Ist so knappe? Ich weiß es nicht mehr. Nee, auch nicht. Shit, wie hieß der denn? Ich glaube, der hatte 2 Sterne gehabt, oder? Auch schon mal nicht. Auch nicht. Der 3. Gunst. Sieht eine Karte bis es so viele. Das ist übrigens auch ganz gut. Der muss mit rein auf jeden Fall. Habe ich seinen Namen vergessen, ne? Ich könnte bekloppt werden. Ich könnte richtig bekloppt werden. Oh. Ich könnte ja richtig bekloppt werden. Das gibt's ja gar nicht. Was war das? Achso, eure Waffe hat 2 Angriffe. Ne, macht ja keinen Sinn. Naja, alles was... Ich bin fest davon überzeugt, dass sie nur 2 hatte. Aber ne, nicht da. Einen hatte er bestimmt nicht. Na. Göttliche Stärke könnt ihr auch mit reinnehmen. Der kommt mal raus, der kommt mal rein. Also ich glaube, deswegen da was halt lohnt sich nicht wirklich. So, machen wir mal auf fertig. Zurück. Und dann wollen wir mal ein Spiel spielen. Und ich würde sagen, ich mache das einfach mal mit meiner... Mit meinem Paladin, das erste Game. Dass ihr mal meine Decks zu Gesicht bekommt. Es wird eh eine Änderung geben jetzt in Hearthstone. Weil...
es für Kartenchaos also so nicht mehr geben soll. Liadrin gegen Rexha. Habe ich mir sagen lassen. Die Jagd. Mein Hammer brennt mit heiligem Feuer. Feuer. Du kommst mal weg. Ja, nö. Aber gut, was soll's. Was soll's. Na, perfekt. Ich habe vor nichts Angst. Das war's. Außer Mäusen. So, gucken, was der nächste... Ja, gucken, was er jetzt spielt. Nix. Das finde ich gar nicht schlecht. Gut. Dann nimm das. War das alles? Und das. Weiter geht's. Weil ja es ja irgendwie jetzt heroische Kartenchaos geben soll. Und da muss man sich irgendwie 1000... Danke. Für 1000 Gold einschreiben. Da habe ich keinen Bock drauf. So, was mache ich jetzt? Ich glaube, die werde ich noch nicht spielen. Weil diese macht keinen Sinn. Melde mich zum Dienst. Zeit. War das alles? Oha, jetzt kommt ein Vierer. Das wird bestimmt der Dings. Nee, fügt. Oh, wie schade. Macht mir aber nichts. Gut, spiele ich jetzt den? Und nein! Nicht da! Oh Gott! War das alles? Das war's. Verrutscht mir das Ding, Alter! Hat ja super geklappt. So. Ich könnte hier natürlich ein bisschen ärgern. Melde mich zum Dienst. Und zwar nicht ganz so, aber... In den Kampf! War das alles? Peng! Gut, der ist schon mal weg. Was haben wir hier? Verleiht am Diener Gottesschild. Ja, warum nicht? Ja. Hier meine Hardcore Defense. Die Wahrheit ist mein Schild. Peng. Why not? Jetzt. War das alles? Rett mich. Du? Okay. In den Kampf. Ist mir eigentlich völlig egal so. Du und du und du und du greifst da mal an. Weiter bitte. Oh, das kommt mir jetzt ungelegen. Oh, das kommt mir ganz ungelegen. Die Kobra mag ich überhaupt gar nicht. Nichtsdestotrotz könnte ich... Eine schwere Wahl. Stimmt wirklich. Also ich habe hier zwei Verstärkungszauber. Die Verstärkungszauber bringen aber nichts, weil da ist nämlich der Spodder. Du wirst hier nochmal einen Trumpf zusammen mit Gottes Schild in der nächsten Runde. Und dann haue ich in der übernächsten Runde nämlich sie in der Königin drauf. Das ist eigentlich der Plan. So, wenn ich... das geht aber auch nicht. Das würde auch nicht funktionieren. So, oder anders. Würde ich jetzt mal es wagen. Wir müssen handeln. Melde mich zum Dienst. Hier mal das zu geben, das zu geben, das zu geben. Und hier einfach mal ins Gesicht. Und gucken, was passiert. Ach, Mann. Alter Nervsack.
Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Das war ja klar. Na gut. Oh, zweimal Segen der Könige. Nicht schlecht. Nimm das. Und das. In den Kampf. Und du bist dran. Ja, ja, komm, mach deinen nächsten Zug. Das hast du mir um einiges erleichtert. Tja, ne? Hm, mal gucken. Das sind 10, das sind 14, das ist Gottes Schild. Nummer 1. Nummer 2. Gottes Schild. Hau rein. Das war ziemlich, ziemlich eindeutig zum Schluss. Perfekt. 14-10 Moorbestie. Das lief doch mal, oder? Sehr gut. Alles klar. So, in der nächsten Runde werden wir mal ein anderes Deck ausprobieren. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Also, ich fand sie ganz witzig. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.